Ja, hallo YouTube, willkommen zu einer neuen Folge Bau ohne Hof. Ich bin's wieder, Dietmar. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. Wie ihr im Hintergrund unschwer erkennen könnt, das Gehege ist leer. Die Puten sind weg. Aber nicht nur die Puten, sondern auch die Masthähnchen sind weg, die Legehennen sind weg. Wir haben jetzt kein Geflügel mehr hier auf dem Stückchen. Und ja, wie wir jetzt weitermachen, erkläre ich euch nach dem Intro. Also bleibt dran, bis gleich. Ja, die Saison ist jetzt zu Ende für uns. Wir haben jetzt kurz vor Weihnachten. Es ist noch relativ warm jetzt heute. Gestern hat es geregnet, vorher war es neblig. Das Wetter kommt und es geht. Relativ kalt. Nein, relativ warm ist es für die Jahreszeit. Aber nichtsdestotrotz, wir haben gesagt, dass wir unsere Freilandsaison nicht länger wie Dezember machen, weil es einfach auch von den Bedingungen her nicht so doll ist. Nachts ist es relativ kühl, mal frostig, mal warm. Die Wiese wird aufgeweicht, matschig. Und jetzt mit der kommenden Stallpflicht oder drohenden Stallpflicht, sag mal so, haben wir gleich von vornherein entschieden, komm. Über den Winter machen wir eine Pause. Auch wir haben jetzt, wann haben wir angefangen? Im März haben wir die ersten Tiere bekommen und seit März bin ich eigentlich jeden Tag morgens um 6.30 Uhr, 7 Uhr wach. Nicht einen Tag ausgeschlafen. Geht nicht, wenn man Tiere hat. Und deswegen gönnen wir uns jetzt die Pause. Ende Februar, Anfang März geht es weiter. Bevor wir das jetzt aber machen, machen wir mal alles so ein bisschen winterfest. Räumen auf. Und da nehme ich euch jetzt mal mit. Ich habe unsere Tiere übrigens noch nicht vom Schlachthof zurückbekommen. Das ist morgen der Fall. Da machen wir nochmal ein Video. Dann zeige ich euch, wie schwer die Puten denn eigentlich waren. Und wie wir sie zerlegt haben. Was wir weitermachen mit dem Fleisch, mit den Sachen. Und wenn euch das also interessiert, Kanal abonnieren, Glocke drücken, Like da lassen, wäre super. Weil wir halten euch schon noch so ein bisschen auf dem Laufenden, was hier los ist. Ne? Ist ja nicht zu Ende, nur weil wir jetzt hier keine Tiere haben. Das nächste Jahr steht vor der Türe, muss alles vorbereitet werden. Gibt immer was zu tun. Aber jetzt wird aufgeräumt. Wie ihr sehen könnt, bis darunter sind wir gefahren mit unseren Chicken-Traktoren. Jeden Tag schön verschoben, so dass die Wiese anständig gemäht wird. Die Tiere immer einen neuen Untergrund haben, wie ihr das ja gewohnt seid von uns. Ist jetzt allerdings lange nicht mehr auf unserem Grundstück. Und dass die Nachbarn keinen Ärger machen, muss es natürlich weg. Also, hochholen. Also das ist schon richtig matschig hier. Wir haben auch so viele Maulwurfhügel überall. Mit dem Regen. Ohne Gummistiefel wird das hier nichts. So, also meine zwei Chicken-Traktoren sind verräumt. Ich habe den Zaun so aufgebaut, da sind die zwei Traktoren, da oben sind die anderen zwei. Ich habe das mit dem Zaun, ich roll den immer ungern zusammen,
weil das so ein Rumgemodel ist, den wieder auseinanderzurollen. Deswegen lieber so aufstecken. Stört euch auch niemand. Und im nächsten Jahr einfach abziehen und neu einstechen, da wo man braucht. Wenn ihr übrigens wissen wollt, was ich so benutze, unten in der Beschreibung sind überall Links zu den Produkten, die wir hier draußen haben. Wenn ihr auch sowas kaufen wollt, jetzt zu Weihnachten, dann guckt euch das mal an, wäre cool. Wenn ihr so einen Link benutzen würdet, dann kriege ich eine kleine Kommission und kann so das alles hier so ein bisschen am Laufen halten mit dem Filmen und den kleinen Projekten, die wir hier so machen. Wäre eine top Sache. Genau. Als nächstes machen wir noch die Chickshaw hier. Noch ein bisschen verräumen. Zumachen, dass da auch kein Fuchs sich einnestet oder wer auch immer, wenn niemand da ist, oder fremde Hühner von Nachbarn oder was. Also alles dicht machen. Genau, ansonsten, wenn ihr mal wissen wollt, wie wir so einen mobilen Traktor gebaut haben, habe ich euch mal einen Link hier oben. Könnt ihr ja mal nachgucken, ist mit Bauanleitung zum Runterladen. Genau, jetzt machen wir das noch und dann sind wir ja eigentlich schon fast fertig. Ja, diesen kleinen Chicken-Traktor, die Chickshaw hier unten, die werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Haben ja ein neues Projekt, einen mobilen Mobilstall auf dem Anhänger, hier oben verlinkt, wie wir das machen oder was wir vorhaben. Und hier werden wir wahrscheinlich entweder so als Gluckenstall verwenden oder wenn man neue Hühner hat zum Eingewöhnen, sage ich jetzt mal, die Nestboxen möchte ich nach außen ran machen, dass es innen drin ein bisschen mehr Platz ist, dass die auch nicht in den Nestboxen schlafen. Und dann natürlich eh sauber machen, ist eh klar. Genau. Ansonsten, ja, ich zeige euch mal noch mal kurz das Grundstück. Wir haben hier die Futtertröge, die Wassertröge, alles hier säuberlich. Ich hoffe mal, dass jetzt über die Winterzeit meine Kanister, meine IBC-Tanks vollgelaufen werden, 3000 Liter. Jetzt haben wir ja wieder 3 Monate Zeit. Und das war immer so das größte Problem dieses Jahr mit dem Wasser einfach, auch vom Garten her, weil wir leer angefangen haben und dann immer, wenn es kurz mal geregnet hat, war eigentlich auch schon wieder leer. Und das hoffen wir jetzt nächstes Jahr zu umgehen so ein bisschen. Und dann, tada, hier ist unser neues Projekt. Unser Anhängerchassis, da kommt ein mobiler Hühnerstall drauf, geht bald los, ich denke nach Weihnachten können wir anfangen. Und oben das Putengehege, da, das machen wir zu einem anderen Zeitpunkt, wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt, der Nebel zieht auf, es wird düster. Ja, die Hauptsache war jetzt, dass ich das Grundstück vom Nachbarn einfach leergeräumt habe, dass da keine Beschwerden mehr kommen. Als nächstes zeige ich euch noch die Resultate von der Pute. Also Kanal abonnieren, dranbleiben. Wir machen noch mehrere interessante Sachen. Es gibt noch viel zu erzählen. Geflügelhalterordnung, alles drum und dran. Also langweilig wird es bei uns auf dem Kanal mit Sicherheit nicht. Haben wir erst angefangen. Und von daher wäre cool, wenn ihr mit dabei seid, wenn ihr uns unterstützen würdet bei unserer mobilen Hühnerhaltung, beim Aufbau unserer mobilen Hühnerfarm oder Geflügelfarm. Machen auch noch so ein kleines Review, wie war das Jahr, welche Saison, was würde ich anders machen, was hat so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Genau, also bleibt dran, ansonsten war es das für heute. Das war wieder eine Folge vom Bau ohne Hof. Ich bin's Dietmar, bis bald und tschüss, ciao.